Nach dem Hubschrauberabsturz auf einen Wolkenkratzer in Manhattan konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Piloten. Der Mann, der als erfahren galt, ist das einzige Todesopfer. Warum er bei Regenwetter und schlechter Sicht flog, wird derzeit untersucht. Unklar ist auch, ob er auf dem Dach notlanden wollte. Der Absturz ereignete sich 11 Minuten nach dem Start. Dem New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio zufolge hatte sich der Helikopter zunächst in Richtung Süden bewegt, um dann nach einer Kehrtwende zurück ins Zentrum zu fliegen. Das Wichtigste zuerst, es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Nach Auswertung aller Informationen besteht keine unmittelbare Bedrohung für New York. Bei vielen wurden Erinnerungen an den 11. September 2001 wach. Ich war am Arbeiten, als das Gebäude plötzlich bebte. Es war ein großes Beben. Zuerst dachte ich an ein Problem mit dem Fahrstuhl. Doch dann sah ich an die 30 Menschen aus einem einzigen Aufzug herauslaufen. Seit der Präsidentschaftswahl im November 2016 ist der Luftraum über dem New Yorker Zentrum stark reguliert. Hintergrund ist der Trump Tower, in dem der Präsident weiter eine Wohnung hat.